Ich mache eine freie Aktion. Euer Gnaden, erhebt euch und kämpft. Er ist immer noch mit der Kugel beschäftigt. Ja, grobe dann. Schätzung. Ungefähr so 50 Kilo, was auch immer das für eine große, runde, schwarze Kugel ist. Dann würde ich einen Blick in den Himmel werfen, wo dieser untote Drache sich verblieben. Ob da zurückkehrt sozusagen oder was er macht. Ist noch in der. Also du kannst ihn am Himmel sehen, er kreist und fliegt über euch. Ihr seid noch nicht fertig. Ist noch nicht gelandet. Gut, dann würde ich probieren. Ja, gerade die zwei Aktien verbraucht jetzt inzwischen. Ja, vorbei. Isarun. Ich sprinte weiter auf die Hexe zu. Sturmangriff? Nee, hab ich nicht. Musst du lernen. Acht. Erste Aktion. Willst du noch eine Aktion oder willst du gleich einen Sturm, also ran, sprinten? Oder willst du noch eine Aktion Parade ausweichen, wenn du mal. Ich glaube nicht, dass sie so besonders super ist im Nahkampf. Ja, versuch dein Glück. So, dann, was war das jetzt? Position und dann Angriff? Du standest eben hier. Wenn du zwei Aktionen Position aufgibst, kannst du 8 und 8 gehen oder laufen. Oder du kannst von hier aus mit zwei Aktionen sprinten für Geschwindigkeit mal 3. Also ankommen könntest du, aber dann bist du auch durch. 3, 2, 1. Ja, ich laufe mal auf die zu. Gut, dann stehst du neben mir. Jalan. Ja. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt dieser Runde die Show stehlen möchte. Die möchte ich eigentlich nicht, aber ich könnte einen Sturmangriff machen. Ja, mach doch. Ja, wenn komm. Wenn der Hexe umgeklatscht ist. Stimmen wir die Alte an. Nehmen wir uns noch zwei Punkte zur Schadenserhöhung mit. Ach komm, nehmen wir 4 Punkte zur Schadenserhöhung mit. Was soll der Geiz? Gucken wir uns das an. Das sieht gut aus. Kann sie was parieren? Sie ist am Zaubern, oder? Sie ist am Fluchen. Dann nicht. Also dann 4 Punkte Schadenserhöhung, plus 2, plus 4 sind wir mal plus 10. Die hat diese Aktion sowieso noch nichts gemacht. Den aktiven Fluch hätte sie auf der 10 aussprechen müssen, konnte sie nicht, weil sie auf der 10, wie gesagt, nichts hatte. Aber sie kann auch parieren, sie hat die Parade noch offen. Das ist gut, denn ansonsten hätte ich 21. Wenn sie es nicht pariert oder ausfällt, ist sie wahrscheinlich kaputt bei Kopftreffer 20. Ja, ich hätte sonst 21 im Kopf. So, dann schauen wir mal die Dagalsdach-Hexen. Haben die eine Parade? Parade 8. Ja, dann wird sie ausweichen mit der 8. Ausweichen sogar, okay. Ja, es macht keinen Sinn, dass sie pariert. Aber nicht geschafft. Ja, 42 duckt sich gerade vor Isarun weg und sieht Jalan von der Seite gar nicht kommen, der ihr dann mit einem glatten Schlag das Schwert in den Kopf haut und sie zu Boden wirft. Nein. Nein? Hatte sie lebt? 48 Lebenspunkte. Sehe ich auch gerade. Kriegt sie Wunden? Das muss ich mir jetzt mal angucken. Dämmerungssicht, Blutdurst, Blutrausch, Jähzorn, 13, wahnsinnige, nur noch in Wut und Hass kennende Furie. Bla bla bla. Sie hat sogar Ausweichen 1 als Sonderfertigkeit, sehe ich hier gerade. Hat sie trotzdem nicht geschafft. 3 macht 12 Ausweichen wert. Eigenschaften zusätzlich zu untoten Eigenschaften. Zombie, Immunität gegen Wunden. Jetzt bist du. Oh, du hast den halben Kopf von wegen die Show stehen. Noch da und schaut mit jetzt kriegst Auge du an. Den scheiß Fluch ab. Sie ist jähzornig, wahnsinnig. Blutdurst, Blutrausch. Die Oper ist erst vorbei, wenn die fette Dame singt. Also schön abwarten. So, Jalan hat angegriffen. 20, Ömer ist dran, 23. Jetzt, wenn ich hier. Ich schieße auf sie ohne Attacke plus. Ich habe 3 Punkte Erleichterung durch Zielen bekomme aber das mal 6 Punkte Erschwernis, weil da 3 Leute im Getümmel sind. Schieß auf Jala. Hatte ich auch kurz überlegt, aber jetzt noch nicht. Warum sollte er auf mich schießen? Ich bin sein drittbester Freund. Sie ist mittelgroß, plus 2. Plus die 3, die wir gerade mit dem Kümmel ermittelt haben, sind wir schon bei plus 5. Die Entfernung für den Elfenbogen ist... Momenten. Wie ein Langbogen, glaube ich. Würfel einfach mal, dann können wir gleich mal kurz angucken. Wenn du 20 würfelst, gucken wir mal speziell und dann... Nee, 10 Punkte unter Würfel, das wird reichen. Ich wollte gerade sagen. Achso, genau, sie bekommt nochmal 2 zusätzlich, also 13 Punkte. Ins rechte Bein, ein Pfeil. Ja, Resistenz gegen Schwerter, Stäbe, Säbel, Immunität gegen Fechtwaffen, Dolche, schwere Pfeile, Bolzen. Immunität, ja, dann sieht man den Pfeil, wie er sozusagen in ihr Bein rammt und ist sie überhaupt nicht interessiert. Aber wir haben alle Immunitäten gestrichen. Es gibt keine Immunität mehr, es ist Resistenz. So, jetzt werden also wir rechnen. Also kriegt sie 13,5, 7. 7 minus Rüstungsschutz.
Rüstung. Das wird jetzt richtig knapp. Rüstungsschutz ist nur eins. Dann schaffst du es. Dann 6 Stück ins linke Bein. Ja, dann überschießt du ins Bein und das Auge, das eine Auge, was noch da ist von dem halbzerspalten Schädel von Jarlan, dreht sich in den Hinterkopf und das alte Mütterchen fällt einfach in sich zusammen, als wenn das den letzten Rest gegeben hätte. Auf exakt 0 geschossen. Oh, ist die krass. Gut. Damit gehen wir aus der Initiative und in eine Pause. Hier sind solche Promos. Ich würde gerne Igna noch unter dem Drachenflügel verstecken. Gut. Dann kommt ihr wieder zur Ruhe. Über das Schlachtfeld senkt sich der erste Regen und wäscht das Blut von euch und den Gegnern ab. Der widerliche Gestank, der sich breit gemacht hat von den Leichen, wird auch ein bisschen durch diesen Regen zurückgehalten. Ihr könnt euch ein bisschen orientieren, umgucken. Über euch ist immer noch Vorbroch, der untote Drache, der seine Kreise weit und hoch über euch zieht. Jarlan zieht sich noch ein paar Knochensplitter aus seiner Wange, die wohl durch einen explodierenden Golem, als er dann vernichtet worden ist, in sein Gesicht gesplittert sind. Und die letzten paar Krähen, die um Isarun immer noch herumkreisen und ab und zu mal hacken und picken, aber es nicht durch die magische Rüstung schaffen, werden dann vertrieben und lösen sich dann nicht unbedingt auf, aber fliegen dann zum Teil in Richtung Himmel. Wenn der ein oder andere Sonnenstrahl sie trifft, dann fangen sie an, in der Luft zu brennen. Den ein oder anderen kann Jarlan auch noch mit einigen Schlägen in der Luft zerteilen, sodass dann nach und nach auch diese Faulkrähen sterben. Igna, habt ihr bzw. Iolaos schützend unter einen der abgebrochenen Flügel von Raspyris geschoben, dem Drachen, dem Perldrachen, dessen Namen ihr bisher noch nicht kennt, sodass er da schwer verwundet, ohnmächtig unter dem Flügel liegt und da ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Schwer gezeichnet von den weggefressenen Stellen der Faulkrähen. Könnt ihr euch, wie gesagt, ein bisschen orientieren, ein bisschen zu euch kommen, schaut euch an. Geht nochmal sicher, dass alle tot sind und tot bleiben. Diesen Beschwörer, der sich die Augen ausgestochen hat, wird wahrscheinlich aus Wahrung kommen. Auch er liegt jetzt nur noch als brennende Fackel auf dem Boden, ist dann zusammengebrochen durch die Schmerzensschreie, die er von Abel mir mitgegeben bekommen hat. Das brennende Fleisch, was jetzt auch ein bisschen in der Luft noch stinkt und zusätzlich durch diesen Faulgasen sich hier bildet, auch das wird dann durch den Regen irgendwann gelöscht. Aber auch er ist definitiv tot. Immer klettert den Baum wieder runter. Geh mal und sammel meinen Bogen wieder auf. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Das war wichtig. Wir haben ein paar Minuten. Was ist das für eine schwarze Kugel, die ihr dort anzuheben probiert? Die eigentliche Mission von Raspyris. Er sollte sie abbringen. Kommt der Drache wieder? Ja, in ein paar Minuten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Überweg an sich auszuziehen. Immer? Was Drakodan, tust du da? Drakodan schaut dich wissend an und nickt dir zu. Scheint die Paste, die Paste, Leute, denkt an die Paste! Oh, verfluchte. Ja. Benötigt jemand Heilung? Kümmert euch lieber erstmal um die Paste, bevor das Vieh zurückkommt. Ich verteile die Paste. Können wir auch einen Mech auszuziehen, das dauert wohl ein bisschen länger als bei Ömer. Ich würde auch meine Lederrüstung ausziehen, dann. Ja. Nun, euer Gnaden, dann. Und die Paste und zieht sie dann wieder zurück zum Baum. Er will diesen Baum als Schutz haben. Also, sollte irgendjemand noch Heil- oder Zaubertränke bunkern, jetzt wäre wohl der richtige Zeitpunkt, sie auszupacken. Möchte Abel mir sich auch ausziehen? Ja, natürlich. Eitelkeit aus. Die Rüstung aus? Also Selbstbeherrschung erschwert um Eitelkeit. Okay. Für alle, die Eitelkeit haben. Ihr zieht euch da jetzt nicht vor dem gemeinen Volk. Das ist Eitelkeit. Wahrscheinlich, oder? Ja, als Erschwernis. Ist doch ein Unding, dass ihr euch jetzt vor dem gemeinen Volk auszieht. Ja, Jarlan greift sich erstmal die Paste und läuft mit dem Rucksack von Torgosch. Torgosch hat den Rucksack gerade so ein bisschen hingestellt. Das erste Ömer hat da so blitzschnell reingegriffen. Und während Ömer sich da gerade schon einreibt, anschmiert, unter dem Baum als Schutz, rennt Jarlan jetzt oder geht Jarlan jetzt, entfernt sich so ein bisschen von euch mit dem Rucksack in der Hand, dass ihr selber nichts davon mitbekommt. Die Situation erlaubt es, dass man nicht rauszieht. Ja, aber du hast keine Paste. Jarlan läuft damit gerade weg. Was? Ach, toll. Wo rennt der denn jetzt schon wieder was hin? Was machst du da? Wenn's willen, lass mich in Ruhe ausziehen. Ich bin ja gleich wieder da. Dann lass die Paste hier. Nimm doch einfach nur deine Portion mit. Bist du bescheuert?
Geniert sich der Herr Ritter? Er ist manchmal etwas eigen. Naja, hier, Kollegas, ich habe Zaubertrank, eine Fiole für jeden. Ah, wunderbar. Oh, mehr als wunderbar, vielen Dank. Also ich ziehe mich aus, ich passte mich ein und dann ziehe ich mich wieder an. Ja, ich renne Jalan hinterher und hole diese Paste wieder und gebe ihm halt eine Portion und dann soll er halt die benutzen. Ja. Was für eine Ordnung habt ihr denn hier drin? Man findet ja gar nichts. Was ist das? Warum riecht das? Und warum riecht das hier, als wäre er seit 3 Wochen tot? Alle anderen außer Jalan dürfen gerne auch mal Sinnenschärfe Sicht machen, während sie sich da ausziehen nach und dann mit dieser widerlich stinkenden Paste einreiben. Das ist ziemlich viskos, klebrig, sehr nahe, so ein bisschen an Schweröl. Dass ihr damit eben geschützt seid gegen Feuer, sollte euch eigentlich nicht einleuchten. Eher würdet ihr darauf schließen, dass man dann noch schneller brennt. Und der ein oder andere kann mit einem gewitzten Blick auch erkennen, dass an Jalans Gürtel immer noch ein paar Heiltränke baumeln. Ich reiße mit ihm die Paste dann wieder aus der Hand, fang selber an, mich einzuschmieren. So, wer benötigt jetzt noch einen Trank? Ich hebe die Hand. Iolaus trinkt, entkorkt einen Trank mit blauer, durchsichtiger Flüssigkeit. Ja, Zaubertrank. Riecht da einmal dran, zuckt die Schultern, trink ihn. Ah, das tut gut. Dann überreicht Isarun dem Abelmir eine Fiole mit Heiltrank. Gut. Ich rieche nicht dran, ich vertraue ihr und schütte das Zeug so runter. 2W6 plus 4 bei Heiltränk. Qualität C. Das ist genau C. Ach, verdammt, niedrige Lebenspunkte, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und ja, ich denke, ich sollte mein Bein heilen. Das tat gut. Euer Gnaden, also ihr seid sicher, der Drache wird jetzt noch angreifen. Ja, er wird sehr, sehr sicher wiederkommen. Wie gesagt, wir haben ein paar Minuten. In der Zeit solltet ihr euch ausruhen, erholen, so gut wie zu Kräften kommen wie möglich. Beim Einspiel ruft immer, was ist eigentlich für eine komische Kugel da? Drakundas, der Drachentöter. Was denn für ein Drachentöter? Ruft's von der anderen Seite. Kommt her, gefälligst. Ja, ich bin ja gleich da. Ich krieg die verluchte Schnalle nicht zu. Der Ursprung und die Vergangenheit des Drachentöters von Drakundas liegt in den Legenden zufolge vor Bosperans Fall begraben. Ferdrodon, ein kusslicker Magier, der damals auch auf Drachenritt hat sie wohl erschaffen. Er streicht dabei einmal über die Oberfläche der rußgeschwärzten Kugel. Ihr könnt erkennen, dass sie wohl keine Verzierung aufweist, kein einziges Symbol, aber einige Stellen, einige Schrammen, Kratzer und ein bisschen Rost kann man darauf finden. Er strahlt auch so ein bisschen modrigen Geruch aus. Trotz dessen, dass es regnet, könnt ihr diesen modrigen Geruch wahrnehmen. Es sei denn, ihr seid gerade unter einem Baum oder habt euch woanders hin verzogen, um euch einzureiben. Wie ja. Ich bereite noch einen Balsam vor, ich muss die Wunde loswerden. Wie können wir das gegen diesen untoten Drachen einsetzen? Wisst ihr das? Wie man dieses Artefakt benutzt, liegt in den Nebeln der Geschichte begraben. Aber wir werden sie brauchen. Verdammt. Nach dem Krieg von Borberat gelangte die Eisenkugel in den Hort von Rassasur. Aus diesem wurde sie von Raspiris gestohlen. Er hat sich für uns geopfert. Sein Opfer ist nicht vergebens. Wie kann man dieses Biest aufhalten, diesen anderen? Waffengewalt, Zauberkraft, göttliches Wirken. Ah, das können wir. Ich danke euch, dass ihr mir zu Hilfe gekommen seid. Ich wusste natürlich, dass ihr es schafft. Warum seid ihr denn letzte Nacht einfach so verschwunden? Hättet ihr einen Moment lang gewartet, wären wir mit mehr Leuten aufgebrochen und ihr hättet nicht hier mit heruntergelassenen Hosen gestanden, als der Drache kam. Etwas mehr Respekt. Du siehst wohl, wie er dich, wenn du gerade auf ihn zutrittst, er wirkt sehr bedrohlich, auch auf dich und gefährlich. Du kannst es nicht genau zuordnen, seine Gesichtszüge kannst du nicht einordnen. Er sieht aus wie 20, vielleicht ein bisschen älter. Und du kannst auch erkennen, dass er wohl ein gezacktes Zeichen auf seiner linken Gesichtshälfte hat, das ihn so ein bisschen überzieht. Er wirkt sehr archaisch auf dich, befremdlich. Doch, wie gesagt, das, was euch letztes Mal schon aufgefallen ist, seine Robe der Hesinde sieht sehr alt aus.
Verzeiht euer Gnaden, aber wir können euch schwerlich beschützen, wenn ihr in der Nacht vor uns fortlauft. Der Schutz ist jetzt vonnöten und nicht in der Nacht. Diese Kugel wiegt um die 50 Stein. Sie ist unhandlich. Damit kommen wir diesen Hügel nicht wieder hoch. Wir können sie auch nicht zurücklassen, denn sonst würde Vorboroch sie mitnehmen. Und damit ist alles umsonst. Magister, habt ihr da eine Lösung für? Können wir sie nicht zerstören? Warum sollten wir sie zerstören? Dann kriegt er sie nicht. Rassasor wollte sie einst zerstören und hat es nicht geschafft. Ob man mit ihr durch den Nimbus reisen kann? Durch den Nimbus. Das ist nicht zu empfehlen. Denn was? Habt ihr eine Möglichkeit, das Ding den Hügel hochzuhegen oder nicht? Nein. Magister Iolaus, Magister Isarun. Wir melden nochmal Ausschau nach dem anderen Drachen. Christ. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, praktisch bin ich keine Bewegungsmagierin. Ebenso. Ich weiß mich zwar selbst zu bewegen, doch ein so schweres Objekt mitzunehmen ist, glaube ich, nicht möglich. Nun, wenn ihr durch den Limbus reisen könnt, dann tut das. Wir könnten sie verhehlen. Iolaus, ihr beherrscht doch einen Verhehlungszauber. Ja, ich denke, ein Schleier sollte funktionieren. Vorboroch weiß aber, dass sie hier ist. Nun gut, wenn er sie aber nicht sehen kann. Wenn er nicht genau weiß, wo sie ist, dann muss er sie erst suchen. Ah, ihr wollt sie verstecken. Hier, mit einem Schleier, dann klettern wir ohne sie wieder nach oben. Und dann denkt er, wir wären mit der Kugel geflohen. Und wird zuerst uns nachsetzen. Wie schwer ist die Kugel? 50 Stein. Das ist zu schwer. Gut, also müssen wir wohl kämpfen. Wie kämpfen wir denn? Wobei. Ich kann es versuchen. Kann man den Drachen einordnen, was das für ein Drache war? Also kann ich die Rasse erkennen? Ja, musst du nicht würfeln, Perldrache. Kann ich das Alter einschätzen? Nein. Er ist komplett verrottet, vermodert, verwest. Er hat, wie gesagt, viele, viele Wunden an seinem Körper. Er kündigt sich auch immer noch durch die Luft dann, durch dieses Pfeifen, was durch seine Einstichlöcher kommt. Wenn er dann eben fliegt oder dann der Wind durchrauscht, dann kannst du ihn eben pfeifen hören. Und er ist verwest, vermodert, uralt und so. Kannst nicht genau wissen. Stecken in ihm noch Waffen oder nicht? Nee. Okay. Vielleicht könnte ich dann einschätzen, wie alt die Waffen sind. Das ist eine gute Idee, aber nein. Also gut, ich habe eine Idee. Es ist möglich, mit der Kugel zu teleportieren. Nun? Lasst euch alle Zeit, die ihr braucht. Die Reise durch den Limbus ist nahe der Schwarzen Lande gefährlich. Ja, deswegen mache ich mir auch Sorgen. Wirkt vorher ein Guardianum gegen Dämonen. Das würde helfen. Und ein Schleier, um nicht gesehen zu werden. Also wenn der Drache uns hier angreift, sind wir tot. Wir sind nur im Nachteil. Er wird uns aus der Luft bombardieren, bis entweder alle tot sind oder nur noch einige wenige am Boden liegen. Das sehe ich was genauso. Er also kann, gut. Er kann fliegen und wir haben gerade einmal drei, kurzer Blick zu Igna, zwei fähige Schützen. Ja, Igna liegt immer noch zuckend unter dem Flügel des Drachen. Also hätten wir mehrere Dutzend Bogenschützen oder Armbrustschützen dann vielleicht, aber so wird er uns aus der Luft bombardieren und uns vernichten. Will sich im Übrigen vielleicht jemand um euren Zwergenkameraden kümmern oder wollt ihr den da liegen lassen, Tarasch? Ihr wollt ihn ja wohl nicht magisch heilen. Gut, das erste, was ich mache, ist ein Schleier der Unwissenheit auf die Kugel. Gut, dann erklär mir bitte einmal die Regeln für den Schleier der Unwissenheit. Diese Formel ermöglicht es, eine magisch begabte Person oder ein zauberkräftiges Artefakt vor magischer Entdeckung zu schützen. Artefakt. Genau. Ja, weiter. Also ASP-Kosten pro Stein? Der Zauber kostet 2 ASP plus die zusätzlichen ASP, die man bezahlen kann, um mehr zu blocken, also einen höheren Talent, höheren Blockwert zu erreichen. Heißt, es würde mich 2 ASP kosten plus das, was ich extra zahlen möchte. Ja, ist also nicht abhängig von dem Objekt. Nein, es ist nicht abhängig vom Objekt. Gut. Dann darfst du gerne würfeln. Ja.
bezahle ein bisschen was extra, um noch ein bisschen besseren Wert rauszukriegen. Im Limbus wirkt der Zauber zwar, ist jedoch wegen der Struktur seiner Umgebung um 7 Punkte schwerer zu sprechen. Dämonen, die sich auf die magische Wahrnehmung verlassen, können mit dem Zauber getäuscht werden. Der Drache ist untot und dementsprechend ist er auch auf die Sicht angewiesen. Ja. Gut, dann spreche ich den einfach mal. Der hat Merkmale, Metamagie, das ist gut. Ich lasse mir Zeit. Krieg also insgesamt eine 5er Erleichterung und bezahle nochmal 4 extra SP und dadurch kostet mich der Zauber 5 SP. Auracania de Leatur, verhüllte die Magienatur, Schleier der Unwissenheit. Warte immer noch drauf, dass er mal. Ich meinte minus 5. Aber trotzdem alle 11 Punkte über. Gut, dann ziehst du dich mit der Kugel zurück und wirkst einen Schleier. Der Schleier wirkt vor. Also 15 Punkte blockt er praktisch. Zauberdauer, also eine Spielrunde. Damit genau, hast du den also beschäftigt. Du hast vorher den Balsam gewirkt für doppelte Zauberdauer und jetzt den Schleier mit doppelter Zauberdauer oder wie ist das? Das heißt, du hast 20 Minuten, also 10 Minuten am Balsam gezaubert und nochmal 10 Minuten am Schleier der Unwissenheit. Der Balsam dauert keine 10 Minuten, oder? Der dauert 5 Minuten. Mit doppelter Zauberdauer 10. Ja, richtig, er hat aber nur eine Zauberdauer von Dings. Glaube ich. Nein. Während der Zauberdauer ist auch die Wirkungsdauer. Ja, während die Hände aufgehen. Also Zauberdauer steht bla bla bla, Komma, eine Spielrunde insgesamt. Das heißt, eine Spielrunde insgesamt ist die Zauberdauer, ja, in dessen so. Der Zauber sich entfaltet und nach 5 Aktionen merkt man schon die ersten leichten Heilungseffekte auf sich. Ja. Rollenspielerisch. Genau. 10 Minuten heißt, für den Balsam und jetzt noch einmal für weitere 10 Minuten die der Schleier der Unwissenheit. Schauen wir mal, ob das fertig wird. Was tun die anderen in der Zeit? Zum Baum wieder gehen? Ja. Ich würde mich um den bewusstlosen Zwerg kümmern, mir seine Wunden angucken. Immer kletter den Baum nicht hoch. Viele oberflächliche Wunden, keine regeltechnische. Hat einfach unglaublich viele Lebenspunkte verloren. Er ist nicht kampffähig. Isarun, habt ihr Verbandzeug? Ein wenig habe ich schon, ja. Dann kommt her. Ich eile rüber, knie mich mal daneben, kram in meinem Rucksack rum und sehr eindrucksvoll, aber ihr müsst mit euren Kräften haushalten. Wieder kündigt er sich an mit seinem Spottdämon. Kriegen wir ihn auf die Beine, den bewusstlosen Zwerg, oder den, ja, ist er bewusstlos? Na, so langsam wird er auch wieder wach. Wie gesagt, die Ausdauer kommt dann irgendwann wieder. Die Lebenspunkte bleiben bei unter 5. Er ist nicht kampffähig. Und er kommt zu sie. Abelmir, danke. Was? Seid ihr gut? Danke, dass ihr mich vor den Krähen gerettet habt, Abelmir. Ihr seid gar nicht so schlecht, wie ich mal dachte. Ja. Gut. Kommt auf die Beine hinten, ist schnell weg. Jetzt, dass ihr die Armbrust gespannt kriegt. Lass mich doch ein bisschen ausruhen. Dafür haben wir keine Zeit. Hoch mit euch. Müde. Hoch mit euch. Der kann doch nicht. Ignar kann, kannst du doch laufen. Okay. Helft ihm. Ich helfe hoch. Ich probiere ihn mal links und rechts über ihn hochzuziehen. Das ist wahrscheinlich schwerer für beide zusammen, aber. Wir sollten ihn unter den Flügel legen, er ist nicht mehr kampffähig. Wir müssen hier weg. Lange haben wir nicht mehr, er kommt gleich. Der Regen ist stärker. Er ist schneller als wir, wo willst du denn hin? Erstmal zu den Pferden, vielleicht können wir ihn darüber abhängen. Wir kommen nicht den Berg hoch. Ich weiß. Und dann müssen wir uns ihm hier stellen. Dann pfeffern wir ihn so lange mit Pfeilen, bis er keine Lust mehr hat. Mehr sehe ich gerade nicht. Wer wird in den Nahkampf gehen? Wer wohl? Fiolaus. Dann bitte hier, nehmt diese Fiole. Ja. Fiolaus, dort drin, du merkst, ist Unverwundbarkeitselixier. Draco dann legt dir die Hand auf die Schulter und schüttelt mit dem Kopf. Das wird nicht, Fiolaus. Wie lange wirkt das? Wir brauchen eine jetzige Lösung. Sofort. Na gut, also gut. Rollt die Kugel doch unter den Flügel, vielleicht sieht er dieser nicht und wir können den Kampf mit ihm bestreiten. Das werde ich so tun. Ich kann den Teleport aber noch versuchen. Wann muss ich dieses Elixier nehmen? Allerdings wird er uns dann auch spüren. Jetzt sofort.
Gut, runter damit. Wer möchte noch? Ich habe noch 4 Portionen. Ich werde selbstverständlich eine nehmen. Herr Zwerg. Ah, Magie brauche ich nicht. Das ist keine Magie. Alchemie ist das. Ah. Versuch nicht, mich zu belügen, Abelmir. Alles magisch. Sagst du mir Magie? Nichts kommt meiner Macht gleich. Nichts ist sicher. Ich spanne die Armbrust von Igna und drück sie in die Hand. Fehlt gut, ihr habt nur einen Schuss. Danke, Abelmir. Danke, ihr seid ein guter Freund. Er sitzt da jetzt so angelehnt, hat die Armbrust auf den Beinen liegen, bis er den richtig entscheidenden Schuss machen kann. Das wird mein erster Drache. Torgosch, zählt das, wenn sie schon gestorben sind? Das zählt, mein Bruder, das zählt. Und ich lege ihm nochmal die Hand auf die Schulter. Sprich deine letzten Gebete zu Angrosch. Ich denke, wir werden ihn bald kennenlernen. Moment, aber irgendwas... Mag vielleicht euer erster Drache sein, aber es wird auf keinen Fall euer letzter sein. Sprecht eure letzten Gebete. Ich denke nicht, dass wir alle lebendig hier rauskommen. Ich würde dann das Angebot annehmen von dem Unverwundbarkeitselixier. Aber gern. Und das würde ich dann auch annehmen. Ich denke nicht, dass ich genug Zeit habe, um die Kugel zu evakuieren. Und dann lässt sich Vorbruch nieder. Ihr könnt sehen, wie er nach unten kommt, langsam seine Flügel einzieht und der kleine See, der sich hier gebildet hat, auch aufgrund des Matsches, er landet kurz einmal, die Pfütze friert unter ihm zu und er kommt langsam und bedrohlich näher und näher. Ich habe den Ruf vernommen. Initiative.